Hallo und herzlich willkommen zu einem Tipps und Tricks Video von mir. Viele spielen ja die Winter Challenges und ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie ich goldene Golems farme oder Ungetreuer farme. Jo. Hierzu markieren wir uns erstmal eine Stelle, wo ich hinfliege, eigentlich immer. Dort stehen Fahrzeuge rum, dort gibt es Kisten an dem Spot. Also eigentlich ein sehr guter Spot, um ja Spaß zu haben. Allerdings ein Spot, wo man nicht lange überlebt. Also man muss schnell sein und aufpassen, dass da nicht wirklich viele hinfliegen. Jo, dann sind wir gerade in der Runde. Springen auch schon mal raus. In der Hoffnung, dass wir der Erste sind, der an diesem Spot ist. Beziehungsweise auch der Einzige. Und Leute, jedes Mal lese ich, man bedankt sich beim Busfahrer. Es ist kein Busfahrer da drin. Der Bus fliegt, der fährt nicht. Aber gut, jetzt wieder mal zum eigentlichen Sinn des Videos. Wir begeben uns zu dem Spot. Erstmal können wir hier nachgucken, ob da eine Kiste ist. Nein, es ist keine da. Okay, dann können wir gleich hier oben rein. Da ist meistens immer irgendwas drin, was man gebrauchen kann. Und wenn man gerade dabei ist, kann man sich hier schnellstmöglich runterbauen und auch hier die Kisten looten und Waffen mitnehmen. Guck mal, waffenmäßig sind wir jetzt gut ausgerüstet. Wir schmeißen uns ein bisschen Schutzschild ein und dann geht's auch schon los. Wir suchen jetzt die gespawnten Splitter. Und eigentlich müsst ihr nicht mehr machen, als die Karre zu nehmen, an so einen Splitter ranzufahren. Wo haben wir denn die End? So nebenbei mal so gucken, wo ist eigentlich die Zone, weil das ist auch ganz wichtig. Und dann fahrt ihr die Gegend ab. Sucht nach diesen Splittern, wo diese goldenen Golems beziehungsweise Ungeheuer herauskommen könnten. Es kann je nachdem, wo die Spawn unterschiedlich sein, bis ihr einen findet. Wenn ihr nicht gerade auf Kämpfen aus seid, könnt ihr die Kisten liegen lassen. Da haben wir auch schon einen. Da fahren wir jetzt hin. Und ich sag euch, wenn da kein Goldener rauskommt, dann fahren wir einfach weiter. Die respawnen übrigens auch, wenn ihr circa 100 Meter entfernt seid. Das ist der nächste. Auch wieder kein Goldener, also weiter geht's. Ihr müsst euch wörtlich gesagt nicht stundenlang da aufhalten, die Monster bekämpfen, um einen goldenen Schlüssel zu bekommen. Das ist echt unnütz. Können wir auch mal gucken. Hier irgendwo einer ist. Das ist auf jeden Fall ein Spieler. Der gerade Auge auf mich macht.
Aber deshalb habe ich gesagt, Schutzschild nehmen. Man muss ein bisschen was abkönnen. Und wie gesagt, dann fährt man wortwörtlich nur einfach durch die Gegend. Ja, nee, ist klar. Die können wir schon mal ignorieren. Hier ist auch keiner bei gewesen, also auch weiter. Der ist auch schon angeknackt, das heißt, der sollte uns auch nicht interessieren. Klar könnte man hinfahren, gucken, ob da ein Goldener ist und ob der Goldene schon noch überlegt, lebt hat gegenüber anderen. Hier war auch kein Goldener dabei. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr massenhaft Schutzschild habt. Also. Und dass ihr wichtig mit der Zone mit fahrt, also sprich die Zone, sollte euch nicht überraschen, dann seid ihr tot. So, da war auch kein Gold dabei, also wieder weiter. Da ist ein Goldener, also wie es aussieht. Und so müsst ihr das jedes Mal machen. Dann findet ihr in einer Runde mindestens einen. Und ja. Was ihr nicht machen dürft, ist diesen Fehler eigentlich. Aber wie gesagt, mit der Methode habt ihr die Möglichkeit, zumindest einen pro Runde zu kriegen. Dann wird das euch vermasselt. Wie gesagt, mindestens einen pro Runde. So, damit ihr schneller fertig werdet und maximal 20 Runden benötigt, um. Ja, mit dir schon wieder fertig. Ich danke euch fürs Zusehen und ich hoffe, der Trick hat euch geholfen. Lasst ein Like da, ein Däumchen nach oben und wenn ihr Lust habt, mehr Videos sehen wollt, so Fortnite, Minecraft und Co. Ich spiele mal das, worauf ich Lust habe. Dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren.